Ja, so heute gehen wir raus im Garten. Wir schauen uns die kleinen Palmen an. Aber ich werde nicht lange reden. Wir legen gleich nach dem Intro durch. Natürlich, seid ihr neu auf meinem Kanal und ihr wollt nichts versäumen, dann lasst einfach mal ein Abo da, guckt in meine Playlist nach, denn Thorsten und seine Welt, wie schon der Name sagt, der beinhaltet einen Kanal mit allen drum und dran, was Spaß macht. Wir werden nicht lange quatschen. Schaut zu, was ich heute im Garten vorhab. Bis gleich. So, jetzt sehen wir die hier. Kleinen Jungpflanzen oder Sämlinge. Das ist erstmal einmal. Und die standen im Winter draußen. Und die haben jetzt eigentlich relativ gut überstanden. Ja, so, jetzt sehen wir nochmal die zweiten Palmchen. Und sieht hier so einen leichten Frostschäden. Jetzt sehen wir auch langsam hier die Wurzeln, die da raus sind. Und jetzt wollen wir uns mal gucken, was die für Wurzeln gebildet haben. Ob die jetzt nun Oberflächenwurzler sind oder Pfahlwurzeln nach unten bilden. Und dann, wie eine typische Palme eigentlich wächst, die wächst ja eigentlich eine Pfahlwurzel nach unten. Und wenn die Wurzel fertig entwickelt ist, dann fängt sie hier Wedel zu schießen hoch. Der Hintergrund ist ja bei der ganzen Geschichte immer, dass die Palme dann, wenn Sturm ist, auch ihre Festigkeit hat. Denn bei der Kokospalme, da geschieht nur dasselbe, eine Pfahlwurzel nach unten und dann fängt sie erst an zu wachsen. Also wir schauen uns das mal gleich mal an. So, jetzt geht's los. Jetzt werden wir mal ein bisschen näher ranholen euch. Jetzt werden wir mal gucken. Wir fangen mal mit dem großen Topf an. So, den muss man gleich mal angucken. Ach, wie die Wurzeln sich so ein bisschen gebildet haben. Jetzt sehen wir schon hier unten, dass die Wurzeln sich doch relativ weit nach unten gebildet haben, also nach unten geschossen sind, die kleinen Keimlinge. Und deswegen ist ja der Hintergrund der ganzen Geschichte, dass ich die jetzt hier raussetze, weil sie dann gleich, als wenn wir den Topf lassen würden, sich richtig schöne Wurzeln ausbreiten können. So wie das in der Natur ist. So, jetzt nehmen wir sie mal auseinander so ein bisschen und gucken nach. Aufpassen, dass wir hier nicht viel kaputt machen. So, die schön. Und hole ich euch mal ein bisschen von hier heran. Und jetzt sehen wir genau das, was ich meinte. Tiefe Pfahlwurzel nach unten. Und dann sind dann feine Wurzeln, die im Prinzip, dass sie mit Nährstoffe versorgt wird. Einpflanzen tun wir sie hier so, nicht zu tief. Also das Herz darf nicht drin sein in der Erde. Ansonsten haben wir das Problem, dass es anfängt zu faulen. Jetzt gucken wir uns mal die anderen noch alle an. Dann brauchst du super. Hier genau das gleiche. Schöne Wurzeln unten. Und hier ist es auch typisch. Das ist der Vorteil an der Geschichte dran, wenn wir jetzt einen Topf gemacht hätten, hätten wir jetzt so gesagt die Kringelwurzeln. Und die bleiben so. So. Und da schneiden wir auch nichts ab an der Wurzel. Und dann werden wir nämlich beobachten. Und die ganze Sache. Und vor sich hin wächst. Und das Gute ist ja, das sind ja nur wirklich Palmen, die sich dann wirklich an der Temperatur ein bisschen gewöhnt haben. Also überall sehen wir jetzt hier das gleiche Muster von der Wurzel. Hier unten, nicht nach oben verteilt,
sondern mit vielen kleinen Fähnchenwurzeln nach unten. Also da, wo erstmal Wasser ist, und schön breit auseinander, denn später, wenn die eine riesengroße Krone hat und der Wind reingreift, würden die alle umfallen. Also haben wir hier wirklich mit Feinwurzeln zu tun. Hier sehen wir auch wieder genau das gleiche. Hier ist genau dasselbe. Und hier auch. Wunderbare Wurzeln gebildet. Und wenn die jetzt unten im Topf angekommen wären, mal zeigen, hat da nicht mehr viel fehlt, dann hätten sie angefangen zu kringeln. Und dann ist es natürlich, dann hat man so einen Ballen und dann haben wir dann nicht mehr die Möglichkeit, beziehungsweise die wechseln und nicht mehr so schnell. So, den anderen Topf lasse ich noch drin. Da wollte ich dann welche haben. Die kriegen dann noch einen extra Topf. Da wollte ich einen Topf lassen, um zu vergleichen. Später mal. Die werden vereinzelt aus dem Einwand und so vergleichen. Die jetzt vom neuen Topf rein und einfach mal die Wuchsgeschwindigkeit zu vergleichen. Und so, und jetzt habe ich mir den Platz hier ausgewählt. Neben der Mutterpflanze wollte ich schon sagen, die andere Mutterpflanze ist, werde ich mal einen Rundgang machen, später mal wieder, um euch zu zeigen, wo die Mutterpflanze ist. Also sind keine gekauften Samen, die hatte ich ja selber gezogen, habe da gerne ein Video gemacht, wo ich die letzte Jahr dann eingesät habe oder eingepflanzt habe. Und hier sehen wir jetzt noch mal so ein bisschen schöne Bananenpflanze. Langsam wird es auch vorne oben grün. Die kommt also auch langsam relativ gut. Erstaunlicherweise. Und als Platz hatte ich mir hier so ein bisschen ausgewählt. Da haben wir dann so ein bisschen den Vorteil, dass das ja auch gleich so ein bisschen schattig ist. So, dann machen wir mal ein. Joa, ist natürlich klar, für die Bodenbeschaffenheit sollte leichter Boden sein, was wir jetzt hier haben. Und das Gute ist, die trocknet hier nicht aus, kriegt also nicht hier super viel Sonne ab. Oh, haben wir hier ein Schöpfchen. So. So. Hier kommt dann das Ganze rein. Das heißt, was ich euch gesagt habe, nicht zu tief. Das ist nämlich wichtig. Das ist das Herz ein bisschen, ziehen wir ein bisschen hoch. Vorsichtig. So. Dann kommt die hier auch von dem. Das ist nicht zu dicht. Die werden ja dann irgendwann wieder vereinzelt. Mit dementsprechend. Garten ausgepflanzt. So. Ja, da mache ich einfach so einen Palmdünger, den ich dann so ein bisschen raufstreue. Und das ist eigentlich dann so gesagt der Langzeitdünger. Deswegen spielt es jetzt eigentlich keine Rolle. Vom Abstand her, Vorteil ist, ich kann jetzt hier ein Ziel besseren Winterschutz machen. Wieder ein Häuschen drüber bauen. Einfach mal gucken, wie das wird. Okay. Damit brauche ich euch eigentlich gar nicht so zu zeigen. Das erübrigt sich ja dann. Was man sich so noch ausdenken kann bei der Palme, und zwar werden wir jetzt eine Zweierpalme setzen, das heißt so,
und die wachsen dann später so auseinander und haben dann zwei Kronen. Mal gucken, ob ich da noch ein bisschen hinsetze. Jetzt mal so ein bisschen weiter da hinten hin. Da waren wir schon. Setzen wir sie so schräg hin. Dass sie dann später einen etwas dickeren Stamm hat und dann so auseinanderzieht. Das ist dann so wie gesagt wieder so eine kleine Rarität bei der ganzen Geschichte. Tja, jetzt ist natürlich die Frage, wie lange lassen wir sie hier? Bis wir sie dann wieder vereinzeln und also so hoch sein. Naja, die schützen sich ja dann irgendwann mal durch die Wedel. Das heißt vor Sonne. Die pralle Sonne mögen sie zwar, aber als kleine Pflanze oder Palme. Mal sehen, es wird so ein bisschen anders. So ungefähr. Ich zeige euch mal gleich so ein bisschen. Und so sieht es. Sind jetzt 6 Jahre alt, die Palmen hier. 6 Jahre aus. Also ich sag mal jetzt ca. 6 Jahre, nur 7 Jahre sein. Ich zeige euch nochmal die anderen Palmen hier. Die hat sich auch gut. Und im Winterschehen. Hier haben wir noch eine Zwergpalme. Und da hinten auch noch eine. Die braucht natürlich noch eine Weile, bis er so groß wird wie diese. So, und jetzt noch das Ganze angießen. Das war's dann. So, jetzt werden wir abwarten. Zum Vergleich habe ich ja noch welche im Topf gelassen, wie die sich entwickeln. Die habe ich mir jetzt in die Foliengewächshaus habe ich mir zugelegt, die habe ich da reingestellt. Da kommt jetzt auch die Bismarckpalme rein. Da hatte ich ja schon mal ein Video gemacht. Das ist schon das zweite Jahr. Hat bis jetzt nur 3 Keimblätter gekriegt. Manchmal sah so aus, ob es eingegangen ist. Darüber kommt bestimmt noch mal ein Video jetzt. Bis jetzt ist noch nicht viel passiert, aber mal schauen, wie die sich im Gewächshaus macht. Und dann werde ich euch immer auf dem Laufenden halten, was mit dem Palm passiert ist, ob sie schneller wächst im Topf oder draußen. Okay, hat euch das Video gefallen, würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und nächste Woche Samstag gibt es wieder ein neues spannendes Thema bei meinem Kanal Thorsten und seine Welt. Ciao und wie immer, bleibt gesund. Ciao.